So, hallo, wie geht's denn so? Willkommen zurück bei Dark Souls 3, Hüter des Himmels, Hüter der ewigen Flamme. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht endlich mal, da ich ja beim Editieren die Lautstärke separat ändern kann zwischen meiner Stimme und dem Spiel, dachte ich, mache ich das Spiel einfach mal vielleicht etwas lauter, was die Umgebungsgeräusche betrifft. Sound hier. Stimmen mache ich mal vielleicht auf 5. Soundeffekte. Vielleicht auf 4. Musik. Musik geht eigentlich. So. Das wäre das. Muss ich noch speichern oder so? Nein. Okay. Also, oder? Ja, also. Ja, anfangs obligatorisches Zeug und dann in der Mitte eventuell weiter Action. Ich nehme das Ding mal. Nein, die Peitsche nehme ich auch. Okay, der Schwarze. Hast du was Neues zu sagen? Sprechen. To be sovereignless, I will show Ashen One. Gut, Farewell, Ashen ja. One. Du hast nichts Neues zu sagen. Gut, wir haben ja eine neue Seele vom Your Kristallweißen. Hast du was mind zu is not sagen? a legion, Aha. even mine. Ja. Kreira, du hast nichts Neues, oder? Oh, hello, you're banned in one piece. Nope, außer Wurfmesser, aber ich kaufe später. Goodbye. And oh, this place is Ja. Gut, da hat nichts Neues zu sagen. Ja, da ist immer noch tot. Speak thy desire. Die Arme spricht Honor immer, your lord steht immer noch hier departs. und schaut seinen to ihren toten Freund an. Ich kaufe, hast du was Neues? Nein. Wunder von London lernen. Da ringen 5000. Ui. Na gut. Aber drei Ringe der Opferung für 5000 Seelen. Das ist, glaube ich, ein guter Preis. Nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Gut, die Ringe brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber diesen Foliant von London, den könnte ich, glaube ich, kaufen. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Sehr gut. Das habe ich stehen. Für mehr Tolling it Wunder. again. Ja. May the dark sigil. Danke. Und der ist immer noch, ja. Macht der eigentlich irgendwas, wenn ich mich verbeuge oder so? Ich bin mir nicht sicher. Nein, macht die nicht. Na gut. Dann. Ich habe doch was hier für Pyro. Habe ich was für Pyromantie? Ja, ich glaube. So, du da, komm her. Ah, there you are, Da seid ihr unfehlbarer. unentfachter, ja. I am pleased to have a Ja. pupil as Ich habe was für dedicated dich as you. gefunden und ich habe was für den Schmied. Ich habe. Genau, eine Esso-Scherbe. Oder mache ich das am Lagerfeuer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Flakon auffüllen, mit ihm sprechen, mit ihr sprechen. Und mit allen anderen mal auch. Und mal gucken. Und mit Lootlet. So hieß, glaube ich, der kleine König auf dem großen Thron. Hier, Pyromant, Tiefriant. Warte mal, erstmal lese ich vielleicht. Mein Gott. Entschuldigung. Ah, there you are. I am pleased. Ja, Entschuldigung. Ich hasse das. Nein. Hoch. Geh weg. Do not be gone. Entschuldigung. Ey, ich hasse das. So, was wollte ich schauen? Jetzt habe ich. Ah ja, den Folianten. Pyromantie-Foliant aus dem großen Sumpf enthält fortgeschrittene Pyromantien. Gib ihnen einen Meister-Pyromant, um fortgeschrittene Pyromantien des großen Sumpfes zu erlernen. Die Zauber des großen Sumpfes werden von Meister zu Schüler weitergegeben. Ohne einen Meister gibt es keinen Schüler, doch ohne Schüler auch keinen Meister.
Das stimmt. Das ist ja fast schon wie die Regel der zwei. Ja! Folliant von Karim. Ein heiliger Folliant aus Karim, geschrieben in Blindenschrift. Ja! Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um Karims fortgeschrittene Wunder zu erlernen. Es ist die Tradition des Weißen Pfads, großes Vertrauen in die Worte der Blinden zu legen. Oh, weshalb Schriftstücke in Blindenschrift nicht ungewöhnlich sind. Ja, wie gut, dass sie... Nein, nicht wie gut, dass sie blind ist. Folliant von Londor. Ein Folliant von Londor, geschrieben in Blindenschrift, okay? Das zum ersten Mal von Liliane von der Schwarzen Kirche gelesen wurde. Kirche. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder von Londor zu lernen. Zwei Bücher für die also, okay. Dieser verbotene Folliant gesagt allen Hüllen Erlösung und verflucht im Gegenzug alles, was lebt. Okay. Asche eines Paladins. Schattenasche von einem ermatteten Paladin, der die Kathedrale des Abgrunds suchte. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. An der bin ich vorbeigerannt. Na toll. Dieser Paladin bezahlte einen hohen Preis für seine eigenwillige Gerechtigkeit. Okay. Ja. So. Für meinen Tierfolianten übergeben. Ja. Gibt's mehrere? Yes, here we are. Da ist es. Es hat wahrhaft lange gedauert. Na gut. I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Wow, bei wem angeben? So, was hast du Neues? Oh, Alter, was ist das denn? Eine Feuerkugel? Schleudert riesige Feuerkugel? Das ist scheinbar sowas wie ein Feuerball. Kostet nur 4 FP, kostet nur 4 Fokuspunkte mehr? Oh, das ist ja billig. Explodierender Feuerball. Schleudert einen explodierenden Feuerball. Der ist ja genauso viel. Der braucht mehr Attribute. Okay. Feuerflut, große Verbrennung, erzeugt eine mächtige Riesenflamme in der Hand. Okay, was ist das? Giftnebel, erzeugt einen Giftnebel. Blitzschweiß, starkes Schwitzen, erhöht vorübergehend alle Resistenzen. Moment. Fortgeschrittene Pyromantie, die die Flamme verinnerlicht und mit Carmina in Verbindung gebracht wird. Starkes Schwitzen stärkt vorübergehend die Resistenz gegen Blutungen, Gift, Kälte und Flüche. Der gelbliche Schweiß heilt alle Arten von Leiden. Warum? Oh, das ist gegen... Das erhöht die Feuerschadensminderung und das hier erhöht die Resistenz gegen... Hier Debuffs. Effekte, Statuseffekte, okay. Von Ein Gui selbst im großen Sumpf als Ketzer geächtet, erschafft eine einzigartige Pyromantie, erzeugt einen Giftnebel. Ein Gui wurde aus dem großen Sumpf vertrieben, doch seine Pyromantie lebt weiter. Vielleicht wurden die Bewohner des großen Sumpfes ja daran erinnert, dass ihre bloße Existenz in einem Akt der Ketzerei verwurzelt ist. Das sieht echt aus wie so ein Artillerie-Meteoriten-Feuerballschlag. Alte Pyromantie von Kornix wiederhergestellt wurde. Oh, einer das Volk blablabla, schleudert einen explodierenden Feuerball. Diese seltene Technik verändert sich, nachdem sie die Hand des Wirkers verlässt und ist für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Okay. Verbesserte Version von Verbrennung erzeugt eine mächtige Riesenflamme in der Hand. Ein mächtiger, aber einfach anzuwendender Zauber. Der Pyromant muss die sich ihm eröffnende Macht und das damit verbundene Verlangen sowohl kennen als auch fürchten. Dein Erfolg hängt von seiner Intelligenz und seinem Glauben ab. Das bin ich. Warte mal, hattest du noch Gegenstände? Gegenstand kaufen, Tatsache. Du hast da nichts Neues. Okay. Do not be gone. What is it teach? Naja, so. Gute Frau. Verwirrung. Da muss ich. Hierhin. Gute Frau.
die so einsam am Ende eines Ganges sind. Ja, eigentlich auch Fenster, ja. Oh, guten Tag, ich habe was Neues für Sie. Ja? Ja? Ich weiß nicht. Übergib heiligen Folianten. Oh, ihr habt einen göttlichen Folianten Blindenschrift gefunden. Ja. Now I can tell new tales of miracles. Ja. Tales of the greater miracles can be quite the epics. Oh. What fun we will have. Oh. Vielleicht sollte ich eine extra Folge mit nur Geschichten machen. So, was gibt's Neues? Heilen, moderate Heilung, 55, ui. Stellt TP von Wirk und Umgebenden moderat wieder her. Stellt TP langsam wieder her. Heilt Leiden, Wirk und Umgebung. 14, okay. Tränen der Verleugnung, FP kosten 100. Gewährt eine Überlebenschance, wenn TP auf 0. Oh. Oh, wow. Kann ich aber nicht nutzen. Achso. Erzeugt Schockwelle. Wucht. Ist es das Ding, was hier der Typ aus Karim gemacht hat mit der Riesenkeule? Okay, sprechen. Komm, eine Geschichte. In my home of Karim, I was ja, eine Nonne. I would be pleased to share the tale, ja, though, to be honest, dann kann ich allerdings, ja. If I had a divine tone, I could tell her. I'm terribly sorry. Ja, habe ich nicht schon einen ach, egal. So, Folliant von Londo hergeben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, was haben Sie hier? Champion of Ash. Ich meine, dieser göttliche Folliant ist ein verbotenes Werk. Okay. Es voller düstere Erzählungen über üble Dinge, die tief im Wesen der Menschen verborgen sind. Diese Geschichten werden euch nicht gefallen. Nun, wenn ihr doch besteht, würde ich sie euch vorlesen. Wenn du nicht... Es ist nur... Ach, hey, sie jagen mir solche Angst. Oh. They frighten me so. The little creatures, sind die Wesen, die sich in der Dunkelheit an mir laben. Solange du jetzt... Nicht, dass du jetzt verflucht wirst und stirbst. Oha, was ist das denn? Finstere Klinge verstärkt die rechte Waffe mit Dunkelheit. Verhindert Schweigegelübde, verhindert Zauber im Wirkungsbereich, auch die eigenen. Oh. Erneuter Tod, segnet Leichen und verwandelt sie in Fallen? Okay. 10.000! 15.000! Boah. Oha. Ja, ein Wunder der Schwarzen Kirche von Londo versteckt die rechte Waffe mit Dunkelheit. Die dritte Tochter Liliane, eine der Gründerinnen der Schwarzen Kirche, soll Geschichten vom Leid und den Konflikten der Hüllen erzählen. Alle Mitglieder der Schwarzen Kirche sind als Schwertkämpfer ausgebildet und nur ihren Waffen verpflichtet, da sie das Schweigegelübde von Londo abgelegt haben. Londo, das Reich der Hüllen, ist eine Gesellschaft der Untoten. Sie besteht aus Leichen und den Schatten jener, die anstößige Leben geführt haben. Gibt es bei einem solchen Segen wirklich etwas abzuwägen? Sprechen? Ja. Noch mehr? Ach, halt, geben schon kaum. Ja. Ah, danke. Geben schon kaum. Es gibt nichts Neues. Okay. Have a pleasant journey. I pray for your safety. Gut, das wäre ein weiterer Haken auf der Liste. Sprint bitte. Ich drück doch Space, also. Ja, Schmied. Schmiedemeister. Ah, well met. Ja. It is good to see you. Mm-hmm. What needs? Mm-hmm. Und zwar Estes Sorkon verstärken. Ja. Ja. Wäre gut, wäre gut. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion
requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Hurra! Hey, cool! Oh, wie cool. Another matter. Oh. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. Okay. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. Okay. I know. It's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Ah, yeah. Okay. Oh, by the way, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Okay. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Hm. Okay. Ja, machen. Schneller lachen. Weapons and protection. Okay. Ja, aha. Okay. Hast du noch was zu sagen? There are two agreeing with him, but... Okay. Ma, infuse it my own open. Ah ja, okay, es wiederholt sich alles. Gut. Also wenn ich... Be careful. Ja. I don't want to see. Okay, der Typ braucht Kohle. Halt, du bist noch auch auf der Liste. Mhm. Schatzmasche hergeben. Ja. Gracious. Und Glücke, da habt ihr mir eine Asche gebracht. Ja. Viel Spaß beim Schniefen. Warum zeigst du sie mir nicht alle von Anfang an? Geizhals. Schreien mein Gegenstand kaufen. So, was hast du jetzt Neues? Wieder Moosklumpen mit Blumen. Oh, wie schön. Mindert Gift, Toxin und stellt Statuswerte wieder her. Gift und Toxin? Es gibt noch Toxin. Okay. Menschliches Eier. Das kenne ich schon. Blockiert bedingt Essensregeneration. Deaktiviert vorübergehend Fähigkeiten bei Feindeskontakt. Oh. Okay. Hab ich. Heilungshilfe? Keine Ahnung, ob das neu ist. Morgenstern. Ist der Morgenstern neu? Blutung. 30. Zusätzliche Effekte. Okay. Was ist das denn? Krummaxt. Helle Barde. Die hier ist aber besser. Okay. Die Webetalisman, das ist glaube ich auch neu, oder? Oh, ich habe neue Rüstung. Lederstulpen, Kettengamaschen, Verbandenmaske. Verbanden Rüstung, Stulpen und Gamaschen. Spitzhut des Weißen. Ah, oh, was ist das denn? Lloyds Schildring verstärkt Schadensminderung bei vollen TP. Das ist auch sinnlos. Was heißt hier sinnlos? Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, wenn ich einmal getroffen werde, habe ich nicht mal die verstärkte Schadensminderung. Okay, ich weiß nicht, ob das was bringt. Müsste ich mal nachgoogeln. So, vorlesen, wenn ihr wollt. Oder ihr liest einfach selber. Was war hier neu? Morgenstern. Glaube ich hier. Bitteschön. Macht einfach Pause, wenn ihr wollt. Das ist neu, glaube ich. So, das war's. Hier weiter ist der neu. Ich weiß nicht mehr. Dann das hier.
Ach, das ist der Hut vom Kristallweisen. Okay, so dieser Ring hier. Gut, das wäre sie gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Ring wirklich. Ob der es wirklich wert ist. Ja. Bishur, har. Du, da hast du was Neues. Gaining admission to the Nein. Ist dieser böse Typ wieder da? Nein. So. Lootlet, oder wie du heißt. Guten Tag. O ehrenhafter großer König. Und hätte auf verdrehte Sehnen gestoßen. Ja. Mal gucken. Oh, was gibt es Neues? Kristallhagel. Seele eines Kristallweisen. Erzeugt FP kosten 19. Ich brauche dafür aber 8 mehr Intelligenz. Okay. Erzeugt Kaskade kleiner Kristallseelenmasse von oben. Ich glaube, das ist dieser Beschuss, oder? Rapier des Kristallweisen. Rapier des Kristallweisen. Hoch physisch und Magie. 55, 80, 100, 130, 137 ungefähr. Ohne die Pluspunkte. 107, ja, okay. Hat dann noch was Besonderes? Ein Stoßschwert, das in Klinge mit vielen kleinen Kristallen besetzt ist. Es wurde von den Kristallweißen zur Selbstverteidigung eingesetzt. Die Kristalle verstärken seinen Magieschaden und erhöhen die Fundquote des Trägers. Oh, es ist das Ergebnis des Forscherlebens der Weisen. Oh, es erhöht Finderglück. Und das? Einzigartiger Zauber der Predigerzwillinge, den sogenannten Kristallweisen. Predigerzwillinge, gibt es zwei Kristallweise? Erzeugt eine Kaskade kleiner Kristallseelenmasse von oben und besitzt durchdringende Eigenschaften. In einem Pakt, der vor langer Zeit geschlossen worden sein soll, schloss sich einer der Weisen der Untotenlegion an, um Pharons Zauber zu erlernen. Mhm. Na, ich weiß ja nicht. Finderglück? Brauche ich das? Gut. Hm? Alt, hast du noch was zu sagen? Aha, da so. Also. No star of our far. No star of Ein Unentfachter, sie alle zu knechten, auf ihren Thron zu setzen und sie für ewig ans Feuer zu binden. Ja, sind wir hier fertig? Ich weiß gerade nicht. War das alles? Ah, leveln, stimmt ja. Welcome home, I speak. So, aufsteigen. So, Vitalität 20. Bleibt soweit mal. Ausdauer mache ich auch mal auf 20. Es wird immer teurer und teurer, ne? So, jetzt habe ich 110. Sehr gut. Was sagt ihr da eigentlich? Keine Ahnung, vielleicht bietet sie. Unter Belastbarkeit? Die Stärke? Auch Stärke? Geschicklichkeit? Wofür brauche ich Geschicklichkeit? Keine Ahnung. Zauberei. Ab Stufe 14 kriege ich einen zweiten Zaubereislot. Okay. Den brauche ich jetzt aber noch nicht, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Na? 1, 2, 3, 4. Ah, Tatsache. So, 4 Level-Ups kann ich machen.
Kondition brauche ich ja auch auf 20, ne? Ich glaube ja, und dann vielleicht Stärke und Geschicklichkeit auf 20 und dann level ich mal den Glauben auf 25 leveln und laut der Liste, die ich gerade nicht vor den Augen habe, noch irgendwas, keine Ahnung. Fokus, Zauberei! Oder? Warte mal. War das das hier, das war das hier. Genau. Aber das brauche ich nicht jetzt. Jetzt mache ich erstmal die Kondition. So, genau. Bestätigen. Jawohl. Boah, ist das teuer. Stufe 38. Juhu. Dankeschön. Sprechen. Ach ja, okay, ja, bla. So. Entschuldigung. Brauche ich was einzukaufen? Munition. Na, warte mal, Wurfmesser, wie viel habe ich? 170? Nee, ich habe genug. Hier brauche ich nix. Nein. Hier habe ich auch nichts. Hier habe ich die Seele des Kristallweisen. Ja, das war's auch schon. Dunkeltitanit. Hier habe ich ein bisschen Pyromantie. Das sind Waffen. Ja. Oh, ich habe zwei Stäbe des Taub. Oh, da. Okay. Naja, egal. So. 57 Haltung. Oh. 63 Haltung. Oh. Okay. Ja, das sieht echt irgendwie seltsam aus, dieser Hut dort. Okay. Aber hey, ich habe schon eine Menge Outfits. Yay. Gut. Dann glaube ich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, war es das hiermit. Das war das obligatorische Zeug. Und jetzt geht's weiter mit dem und Totentitel und Pfadopferungen, Kathedrale des Abgrunds. Jetzt geht es weiter mit. Ah, Pfadopferungen, das scheint noch nicht fertig zu sein, weil da geht es ja scheinbar noch weiter. Dahin, genau. Gut, dann gehen wir mal dahin. Paronfest, weil ich habe mir gedacht, ich gehe die Map gegen den Uhrzeigersinn herum. Und zwar da rechts, wo dieser eine Ritter war, mit zwei Hörnern, glaube ich, da wo hinter dem Gitter die Kristallechse war, ich glaube, da werde ich anfangen, dann mache ich hier weiter, was auch immer hier ist, weiter Sumpf, glaube ich, und dann, es hat geleckt, gehe ich weiter zur Kathedrale des Abgrunds. Warum leckt es? Moment, ich muss mal kurz raustappen. Keine Ahnung. Was ist das für ein Geräusch? Geht nicht schneller? So. Genau. Ich gehe gegen den Uhrzeigersinn. Ah ja, jetzt muss ich die Krab. Oh, stimmt ja. Gut, ich muss außen rumlaufen. Ja, Pfadopferungen. Hallo? Ich
Versuch mal einfach dazwischen zu rennen. Ah, vergiss es. Gut, die Pläne haben sich spontan geändert. Ich werde die Krabbe Krabben bekämpfen. Nein. Spontane Planänderung in der improvisierten spontanen Planänderung. Ich nehme ein anderes Lagerfeuer. Hui. Ah, so trete ich mit Q. Im Schlangenangriff. Oh. Also, attackiere nach unten, meine ich. Ja, bitte reisen. Timer habe ich gestellt, sehr gut. Hier, dieses Lager. Da, genau. Hilfe, meine Stimme. Lagerfeuer in der Mitte. Magieklauenring. Erhöht magische Angriff auf Kosten der Schadensminderung. Okay. Genau. Außenrum hier am. Weg entlang. Na gut. Jetzt muss ich auch an den Zombies außen rum. Hoch. Okay, das hat gut Schaden gemacht. Für einen Zombie. Was summen die ganze Zeit? Hä, die Maus, Hilfe. Die hat gerade nicht reagiert. So. Roll zur Seite, Herrgott, nochmal. Das gibt's doch nicht. Ja, Google. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ach nee, oder? Boah, was hat die Krabbe für eine Reichweite? Ich hab keinen Bock gegen die zu kämpfen. Ich glaube, es sind die kleinen Krabben, die sind Spione. Wenn die mich sehen, dann. Wenn die mich sehen, dann ist die Hölle los. Nein, die ist allgemein auf mich aggressiv geworden. Gut, dann mache ich mal das Ding alleine. Au, ey. Obwohl, die ist nicht so schwer. Hä? Was? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Es ist die Oha, was? Nein, das wollte ich vermeiden. Hey, oha. Alter. Ich mach die Mr. Krabs platt. Warum reagiert der Charakter nicht auf Ausweichen?
Oh, ich glaube, es wird wieder Zeit mit den Heilzauber, oder? Ja. Gut, das war die Krabbe. Wenn die scheinbar einen Entdeckungsradius von 2000 Metern hat, dann muss ich die, glaube ich, einfach angreifen. Das ist, sag mal, wo ist aber mal Schluss hier? Ey, was? Meine Güte! 7 Minuten alleine schon, dass wir dahin rennen. Ey. So. Giftkäfer. So, na gut. Jetzt kommt der Ritter an der Reihe. Ich habe keine Leben mehr. Na komm, Challenge Time. Hey. Oh. Du bist ja aggressiv. Oh. Oha. Aha. Okay, wow. Steh auf. Oha. Gut. Großsense. Ja, hey. Ja, also, wo ist die Ritterrüstung? Da ist die Ritterrüstung. Oh. Na, da muss ich halt die Peitsche wegnehmen, ne? Und in... Hä? Oh, es ist, glaube ich, der Ring. Hohepriesters linkes Auge, das so viel liegt, oder? Oh, Mann. Gut, dann ersetze ich das... Ach, geht auch nicht. Was wiegt hier so viel? Ist das wirklich der Stab? Ach ja, es ist ja ein Zauber. Ja, komm, ich wechsle den ja sowieso gerade. War das hier oder war das? Das war hier die Glocke. Genau. Klingeling. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder genug Belastung. Zauber einstimmen. Ich möchte die Heilung bitte. Dankeschön. Dann reise ich mal zu dem Ding da, genau, um direkt ja, meine Güte, Akku schon wieder fast alle, um direkt an der Krabbe vorbei den schwarzen Ritter zu bekämpfen. So. Ja, dim 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 pim 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 pim
fertig mit der Fahrstuhlmusik. Wait a second. 1, 2. Gibt's noch ein drittes Feuer? Gab's nicht eine Rede von einem Ritual und 3 Flammen, die man auspusten soll? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss irgendeinem Kult beitreten. Vater Opferungen. Ja, hier ist es schwierig zu kämpfen, weil... So. Da ist dieses Wasser. Nein. Der hat die eigene Krabbe getötet. Hey, hey! Die 2! Ach, das gibt's doch nicht! Hilfe! Ihr wollt mich doch veräppeln! Es sind das 2 Krabben. Okay, ich muss scheinbar wirklich von dort hier außen rum rennen. Dammit. Das Geräusch kam mir jetzt bekannt vor, das Runterrutschen-Geräusch. Gut. Ja. Bald der Kreuzigungen. Wie sind die Krabben überhaupt so groß geworden dort? Who let the dog out? Hä? Toll! Ey, du meine Güte, ne? Das ist doch... Sag mal, was als ob? Wie hast du dich den Schlag abbekommen? Ja, verreck doch. Was? Warum hast du getreten, ey? Ich verstehe das nicht. Man will doch nur flüssig durchkommen. Was heißt hier flüssig? Ja, ihr wisst schon. Diese Zahnstocher machen gut Schaden dafür, dass das einfache Naturwerkzeuge sind. Okay, das war die Ausdauer. Okay, das war knapp. Wie viele Schläge kann ich jetzt eigentlich machen? 1, 2, 3, 4, 5. Immer noch nur 5? Okay. So, Krabbe, komm zu mir. Das hat doch mal Schluss.
Okay, das muss ich noch perfekt timen. Au. Ne, 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 du Mistvieh. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Wie hat er mich erwischt? Das gibt's doch nicht, wenn ich jetzt sterbe, ne? Und ich habe wieder nur einen Flakon übrig. Einen einzigen Flakon. Wow. Immerhin einen. Wow. Hier ab. Hat was getropft. Glut. Oh. Übrigens, das ist ja eine gute Idee. Ich nehme doch mal einfach ein bisschen Glut. Ja, jetzt bin ich heiß. Und ich sollte hier meine Fokuspunkte wieder aufladen. So. Hä? Okay, das war gerade seltsam. So, Ritter gegen Ritter. Komm. Ich duelliere sie. Im Namen ihrer Lady. Okay. Hilfe. Hilfe, ich steck schon wieder fest. Oha, du krasse Mama Mia. Ich kann jetzt auch nicht heilen, ne? Dammit! Ich dachte, es sind nur drei Schläge. Oh, den möchte ich noch in dieser Folge haben. Es sind schon wieder 20 Minuten Action, ey. Hm. Dammit, dammit, dammit. Komm, mach schnell. Ich reise mal... Nein, genau. Ach. Na, sieh mal einer an. Ach! Na, 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 spucken ist nicht. Die Krabbe kommt jetzt auch nicht. Puh.
Aha! So kommt man also hier vorbei. Sehr gut zu wissen. Sehr, sehr gut. Au. Das gibt's doch nicht. Gut. Oh, noch ein Gegenstand. Yay. Noch eine Glut. Yay. Das ist ja fast schon ein Sponsor des Let's Plays. Halt hier. So, ich mach mich mal voll. Oh, ich bin ja schon voll. Das war... ja. Ich hätte eine Sekunde länger warten sollen. So. Grüner Ritter, sage ich. Schwarzer Ritter, ich fordere sie heraus. Bitte tun sie mir nicht weh. Oha, was? Oha. Ach, komm. Oha, der macht aber. Okay, der macht manchmal drei, manchmal macht er vier Schläge. Ey, du, ich wollte ausweichen, Mann. Meine Fresse, macht er Schaden. Alter. Oh, das ist echt unnormal. Was? Wow. Okay, ich habe scheinbar den Fall nicht überlebt. Dammit. Paramhelm. Nach einem Gott des Krieges benannt. Aha. Sehr interessant. Gut, noch eine Runde. Bitte nicht furzen, dankeschön. Okay, das hat so nicht funktioniert, wie ich es wollte. Hä? Ich bin doch ausgerollt. Ausgerollt, weggerollt meine ich. Noch eine Clue? Nein? Nein. Der Typ macht sehr guten Schaden. Ich muss lernen zu treten. So, genau. Boah, Heilige, macht doch Schaden. Soll ich mich trauen, ihn zu parieren? Okay.
Oha! Ich dachte schon, ich fliege übers Geländer. Nein! Oh mein Gott, ich... Spring schneller und roll weg. Oh mein Gott. Du bist übertrieben. Uiuiui. Nein, nein, ich hatte ihn gerade. Er ist zuerst gefallen. Ich habe gewonnen. Er ist zuerst gefallen. Oh. Oder ist das ein NPC? Warte mal, ist das ein NPC? Oder ist das ein... Warte mal, ist das... Ich meine, ist das ein Spielegegner oder ist das so ein sonderbarer NPC? Yeah. Ah, hey, noch eine Glut. Ach, kleine Titanitschabe, ja auch. Oha. Hey Junge, reg dich. Was? Du wagst es, mich zu küssen? Oha, was ist das gerade gewesen? Heiliger Bimbom. Er ist wieder da. Na gut. Aha. Okay, schlagen und... Nicht treten, schlagen. Aha, ich habe ihn erwischt. Was? Oha. Na los, komm her. Jawohl. Hätte ich ja jetzt die Glut sogar noch nicht mehr gebraucht. Okay. Oh. Ich merke gerade, das war ein Gegner, ein regulärer Gegner. Okay. Hallo? Was hast du? Söldner Doppelschwert. Oh. Okay, hier findet man den Söldner scheinbar. Oh. Kohle von Pharon. Oh, für den Schmied? Also hat er hier nur ein Schwert und Kohle bewacht. Durch Wirken von schwer, scharf und giftig aktivieren. Hä? Kohle für... die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird, vor langer Zeit genutzt, um die Großschwerter von der untoten Legion von Pharon zu schmieden, dem Schmied im Schrein gegeben, um Edelsteine für die Durchwirkung schwer, scharf und giftig zu nutzen. Ah. Ja, gut, okay, das war der Typ. Ich glaube, hierhin werde ich nie zurückkehren, nie wieder.
Außer wenn ich von da komme. Ja, sonst bin ich gefertigt. So. Ja, dann. Ah, ich habe was vergessen für diese Folge noch. Es gibt ja. Ich habe rausgefunden, wie man an diesen einen. An dieses Lootkügelchen kommt. Das ich an der Treppe gesehen habe, wo ich ins Loch runtergefallen bin. Ja, soll ich das noch schnell machen? Ach komm, ich renne einfach durch. Copyright. Ach, der Hund ist ja immer noch da. Stimmt ja. Hey, reg dich ab, Mann. Hey, komm. Hey. 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 Willst du sterben? So. Also. Ich weiß. Oh, ich habe 12.000 Seelen von dem. Nach dem bekommen. Okay. Vermutlich hat er mir nur, keine Ahnung, 1.000 oder so gegeben. So. Das möchte ich noch machen hier. Naja, ja, Harry Potter. Dich will ich nicht. Hier muss ich mich nicht abgeben. Yeah. Frostschadenminderung. Frostschaden meine ich. So, hier geht es nämlich weiter. Ja, und dann, keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Soweit habe ich mich noch nicht gespoilert. Links ist dieses Zelt mit Schriftrollen. Ah, so geht's auch. Okay, wer bist du jetzt? Ein Mann. Okay. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. Ja, warum wohl? What do you want? This is my study that you've happened upon. Oh. If you haven't any business, I've reading to get back to. Wie belebst du hier? Bitte um Unterricht in Zauberei. Das ist ein Zau... Oh, und da hat sich ein tollen Stuhl gemacht. How intriguing. Faszinierend. Oh. Very well. Gut. Indeed, I am a ganz recht, ich bin Zauberer. With plenty to share. Okay. However, what champion demands service without recompense? Clearly, du? You're not that sort of man. Oh. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. Okay. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Ja. Very well. Ich finde immer so Zeug. I take it you understand the weight of a promise. Ja. I am Orbeck of Vinheim. Ah, hallo Orbeck. Unkindled one. I shall teach you sorceries. Ja! We will learn together. It shall be like our very own school. Ja! Ich werde ein Zauberer. Orbeck. Gibt's dir was zu guten? Ich glaube, mit Pyromantie sollte ich hier nicht hantieren. Nicht, dass das halt alles hier eigentlich nass wird. Und außerdem, wie überlebt er hier? Ist man im Ernst, er ist von Feind nur so umringt und singelt und so, keine Ahnung. Blaues Käferkügelchen, wow. Lass mich raten, Frost oder so? Hier. Stärkt vorübergehend die Magieschadensminderung. Oh nein! Das hätte ich gut gebrauchen können vorhin. Hm. Gut, also wir haben noch eine Person getroffen, die wir... nicht adoptiert, sondern ja aufgenommen haben. Gegen euch will ich jetzt nicht, ich möchte einfach durchrennen. So.
Ach komm, Zauberer, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. Ich will einfach durchkommen. So, da ist das Lagerfeuer. Und ja. Was wollte ich hier? Ah! Feuerschrein. Mal gucken, was der zu sagen hat. Und dann mache ich aber wirklich aus, weil es sind dann 40 Minuten. Das heißt, die Folge wird über eine Stunde lang. Wow. So, der ist vermutlich irgendwo hinten in irgendeiner Nische. Da ist er. Lass mich raten, wird da noch irgendjemand irgendwann mal sitzen? Ah ja, und ich kann ja gleich die Kohle geben. So, guten Tag. Mit wem hast du es hier gemacht? Oh, you're back then. Ja. Again. I'm Orbeke Vinheim, here to teach you sorceries. Yeah. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Okay. You could at least act as if you're paying attention. Hä? Mach ich doch. Ich hau dich an, aber okay. Zauberei. Oh. Seelenpfeil, großer Seelenpfeil, schwerer Seelenpfeil, großer, schwerer Seelenpfeil. Pharons Stachel. Seelenwurf, Pfeil ab. FP kostet 3. Oh. Seelen Großschwert. Pharon Blitzschwert. Das ist ja billig. Aber das braucht unglaublich viel Intelligenz. Oha. Ich bin zu dumm dafür. Zauberwaffe. Verstärkt die rechte Waffe mit Magie. Okay. Gespenst. Schluckt Geräusch des Wirkens. Neutralisiert Fallschaden. Oh. Brauche ich aber glaube ich nicht. Auristischer Köder. Lenkt Gegner mit fernem Geräusch ab. Oh. Aber das brauche ich nicht. Okay, das war der Typ. Sagst du noch? It is folly to claim lives recklessly, Fred. Oh oh. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Ja. Even as I bloodied my hands, I never realized the simple truth. Oh, okay. There I was. The very definition of a fool. Okay. I don't mean to seem overbearing. But have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge in the form of scrolls detailing the secrets of sorcery. Und wenn's ein Buch ist? I hope you're not one to break a promise. I don't mean to see any okay, ja, okay, okay, okay. Come again. Gut. Dann noch der Schmied und dann sind wir hier fertig. Für heute. Well, just good to see you in good health. What needs smithing this day? Kohle hergeben. Money, 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 money. Oh, my. This coal is from the Undead Legion. Ja. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, hey? Time to put this brawn to use. Ja, wem soll ich denn sonst geben? Sprechen? Oh, by the way, if you find any Estus shards, they can be used without those. Weapons and There are two simple wheels. In this case, my purpose in battle. Your weapon. Infusing weapons with jet, my arm. Hast du nicht gerade eine besondere Kohle bekommen? Oh, believe it. Ah, ich hab nichts weiteres. Gut. Naja. I don't want to seem. Ja. Also, dann war's das hiermit mit dieser Folge. Ich nehme noch ein Level ab. Welcome home, Aspie.
aufsteigen. Hier, Kondition. Auf 112. Und das war's. So, 2020 und dann kann ich anderweitig weitermachen. So. Ja. Die ist aus. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.